Hallöchen, ihr Lieben. Es ist Freitag. Wie immer muss Irina für morgen was vorkochen und am besten noch was backen. Ich war noch gerade ganz kurz beim Edeka, weil ich gestern vergessen habe, Milch zu kaufen. Ja? Wer es nicht im Kopf hat, hat es dann in den Beinen oder in meinem Fall im Tank. Ja, Isabel war mitgekommen. Wir haben ein paar Kleinigkeiten eingekauft, vor allem Fladenbrot. Heute Abend machen wir selbstgebaute Döner. Denke ich mal, oder Brezeln. Das frage ich noch die Jungs, also Isabel und ich, wir sind für Döner. Ja, auf jeden Fall muss ich für morgen was vorkochen. Und zwar habe ich mich für einen Kohleintopf entschieden, und zwar mit gemischten Kohl. Ich habe noch Reste gehabt. Hier ist ein bisschen Weißkohl und Rotkohl, ein ganz wenig, aber muss weg. Bevor ich das wegschmeiße, koche ich damit was. Und zwar jetzt eben einen Eintopf. Und dann will ich noch vielleicht irgendwas backen. Das überlege ich mir noch, aber ich denke schon. Ach ja, was ich euch erzählen wollte, bevor es hier losgeht, ist echt traurig und blöd. Isabel ist gerade ein bisschen angesäuert, deswegen. Wir haben ja jedes Jahr das erste Wochenende im September unseren Jahrmarkt, ne? Also Himberger Markt. Und darauf warten die Kinder eigentlich das ganze Jahr jedes Mal. Ne? Also, die haben letztens gerade schon gefragt, ja, bald ist doch ein Himberger Markt, gehen wir hin und so. Ich sage, ja, ihr könnt ja gerne hingehen. Heute haben wir einen Zettel gesehen. Moment, ich zeige es euch. Haben wir jetzt mitgenommen. Himbergen ohne Markt, aber ein bisschen mit uns. Ne? Also am Sonntag wird jetzt am Sportplatz so ein Quiz. Ne? Hier kann man was ausfüllen. Ne, und dann kann man was gewinnen, und zwar Preise, 10 Wertgutscheine der Werbegemeinschaft, ne, jedes 30 Euro. Muss man den Zettel halt abgeben und dann wird das verlost. Ne. Hier sind so Fragen, wann wurde der Markt erstmal urkundlich erwähnt, aus wie vielen Ortsteilen besteht die Gemeinde und tralala, also alles hier um unsere Gemeinde hinweg. Ja, und dann gibt es am 6. an der Grundschule bei uns um 11 plattdeutschen Gottesdienst. Ab 12 Erbsensuppe am unserem da Himberger Treff, also Imbiss halt, ne? 14 Uhr Quiz-Auswertung und Bekanntgabe der Gewinner am Sportplatz. Und ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen wieder mal am Himberger Treff, ne? Also es wird nichts drinne stattfinden. Ja, halten Sie bei den verschiedenen Treffen bitte Corona-Abstand und bringen Ihre Masken mit. Obwohl das alles draußen stattfindet, ist ja dann Markt quasi, ne, dann müssen die auch Masken getragen werden. Echt. Ja, alles fällt flach. Isabelle ist sauber, die sagte, Heidepark und so weiter sind ja auch auf. Warum machen sie jetzt nicht doch irgendwie ein paar Schausteller herholen und was aufbauen? Keine Ahnung, ich sitze da ja nicht mit drinne, also weiß ich ja auch nicht. Ist aber, finde ich ehrlich gesagt, auch doof. So. Vor allem auch für die Schausteller ist das ganz blöd, ne? Die verlieren ja auch dieses Jahr wirklich Unmengen an Geld. Das ist traurig. Okay, genug gequatscht. Ich lege mal los, sonst schaffe ich heute gar nichts mehr. Ich muss noch ein bisschen Haushalt erledigen. Also, los geht's. Und mein Stativ ist immer noch kaputt. Ich habe immer noch keinen neuen geholt. Diese Schraube, die hier die Kamera hält, ne? Wenn man das so macht, ne? Damit es auch fest. Ich kriege das nicht mehr festgeschraubt. Das dreht leider durch. Zack, wieder unten. Deswegen packe ich immer so ein Tuch drunter. Anders geht das nicht. Ja, was nehme ich alles dazu? Hier habe ich einen Topf mit Wasser. Hier habe ich Kartoffeln. Also ich nehme heute wirklich nicht viel rein. Nur noch zwei Möhren, eine Zwiebel, eine Zehe Knoblauch. Überlege gerade, ob ich noch ein bisschen Stangensellerie gleich hole. Das überlege ich mir noch. Und auf jeden Fall Kohl, ne? Ich habe hier Rest von einem Urkohl und von dem Rotkohl ein bisschen. Das habe ich schon klein geschnitten, ist aber dann das Gemüse geschält. Und jetzt schneide ich erstmal die Kartoffeln rein. Einfach mal wieder in so kleine Würfel. Ich denke mal, ich hole gleich noch mal Chili. Und gleich einfach schon mal ins Wasser. Ich schneide mal die Zwiebeln einfach klein und die Möhren und den Knoblauch, die werde ich einfach mal wie immer reiben.
Das Messer ist ganz blöd. Ach so, hier habe ich eine Pfanne mit ein bisschen Öl drin. Die mache ich schon mal an, weil ich ja das Ganze noch kurz anbraten möchte. Ich finde, das schmeckt einfach besser in der Suppe, wenn man das ein bisschen angebraten hat. Und die Möhren, die ziehen dann eben das Öl ein bisschen in sich rein. Und ja, Möhren sind ja eh mit ein bisschen Öl oder so am besten verdaulich. So, und die Zwiebel, die packe ich schon mal in die Pfanne zum Öl rein. Ja, und wie ich schon sagte, die Möhren, die reibe ich. Ja, und den Knoblauch natürlich auch gleich mit. Auf der kleinen, die Feinreibe. Ja, und hier die Zwiebel muss natürlich ein bisschen erstmal angebraten werden und dann kommt sie erst in die Suppe rein. So, jetzt kommt auch natürlich die Möhren und Knoblauch mit dazu. Ich glaube, ich gebe noch ein klein bisschen mehr Öl rein. Das war wirklich ganz wenig, ein Esslöffel vielleicht. Es wird ja ziemlich so schon fettarme Suppe sein, ne? Weil kein Fleisch, gar nichts. Und hier habe ich mich jetzt entschieden, ich nehme noch eine Chili, die kommt gleich, wenn das kocht, rein. Und ich schneide mal hier eine Stange. Stangensellerie klein. Das kommt einfach auch noch rein. Ja, ich mache mal die Pfanne schon mal aus, dass das jetzt gut angebrutzelt. So, mit Deckel kocht es natürlich schneller, denke ich mal. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch abwarten, bis das hier kocht. Aber muss eigentlich auch nicht umgehen, denke ich. Ich packe jetzt einfach alles rein. Also die Kartoffeln sind schon drin und jetzt haue ich den Kohl rein. Aber gerade gespritzt. Und auch den Inhalt der Pfanne gleich mit hinterher. Und dann darf das Ganze kochen. Ich muss nur noch würzen. So schnell und einfach und vor allem gesund. Es ist ja jetzt gerade regional alles. Die Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, alles ist gerade voll am Ernten. Und das ist richtig schön, finde ich. So, die Chili, die wandert auch gleich mit rein. Und ich salze das Ganze. Und wenn das fast fertig ist, wird natürlich nochmal richtig gewürzt. Aber guckt euch das an. Sieht das nicht schön aus? So, ihr Lieben, solange die Suppe kocht, mache ich jetzt was mit Quark-Ölteig. So, die Schüssel sitzt jetzt richtig fest, ne? Das, nicht wie beim letzten Mal, ne? Aber ich denke mir den Teig selber aus, mehr oder weniger, weil so richtig, okay, ich habe mir Rezept angeguckt, es müssen wenig. Ich werde ein bisschen die Menge vergrößern. Deswegen, ich habe jetzt hier 500 Gramm Magerquark und 250 Gramm Sahnequark. Jetzt überlege ich gerade, ob mir nur Magerquark reicht. Ich glaube, ja. Ich mache jetzt nur 500 Gramm. Seine Quark packe ich wieder zurück. Genau, das ist zu viel. Ja, und den Quark, den gebe ich jetzt schon mal in die Schüssel rein. Und gebe da schon mal Zucker. Ich habe hier jetzt meine Waage und die Schüssel. Ich denke mal so 150 Gramm. Weil das wird gefülltes Gebäck sein. Also mit Marmelade und Nutella und so. Deswegen reicht es, muss der Teig nicht ganz so süß sein. 150 Gramm Zucker und gleich auch ein Päckchen Vanillezucker. Und lasse das Ganze schon mal ein bisschen verrühren. Und hier habe ich meine Schüssel, also Becher. Ich werde jetzt die Eier, wo habe ich ein Messer? Aufschlagen ein bisschen. Aber bitte
ohne Schale. Zack, 4 Stück. Denke, die reichen. Das sind kleine Eier, aber reichen, denke ich, trotzdem. Und die schlage ich einmal auf. Das ist besser, da wird der Teig luftiger. Danke übrigens Tante Maria. Ich habe bei Maria das abgeguckt. Die schlägt die Eier immer extra auf, vor jedem, bevor sie das in den Teig gibt, egal welche. So, und jetzt gebe ich die Eier in den Teig rein. Und dann brauchen wir natürlich Öl. Und hier ist wirklich nicht mehr viel drin, wenn man überlegt, die Flasche hat 750 Milliliter. Da sind bestimmt so, ich kann ja auch einen Becher holen. Ne? So, wir machen das jetzt so, wir machen einfach mal in den Messbecher rein, das Öl ablösen. Ich denke mal, ich nehme so 150, nicht ganz, doch, oder? 100, das sind jetzt 100, 110 vielleicht, 120. Ja, ich denke 120, 125 Milliliter Öl. Gebe ich jetzt auch rein. Räumst du dein Zimmer auf, Kind? Gut. Raphael bekommt morgen Besuch. Und ich habe gesagt, erst wenn sein Zimmer aufgeräumt ist. Wenn er das nicht tut, gibt es keinen Besuch. Ganz einfach. Ich weiß, ich bin fies. So, ich mache jetzt eine kleine Prise Salz noch mit in den Teig. Du fragst, was gibt's zu essen? Ja, müsst ihr entscheiden, entweder Brezeln oder Döner. Brezeln. Frag die anderen bitte. Ich mache Brezeln. Du bist für Brezeln. Ich und Isi, oder Isi und ich, wir sind für Döner. Ja, jetzt bin ich gespannt. Hier ist die Waage nochmal auf Null. Und Entschuldigung. Ich gebe jetzt Mehl rein. Wir gucken, wie viel wir brauchen. Ich weiß es nicht genau. Der Teig soll ja gut ausrollbar sein. Deswegen wird schon ein bisschen mehr sein. Auf jeden Fall als erstes gebe ich hier... Komm. Ein halbes Kilo. Also 500 Gramm Mehl zuerst. Und dann gucken wir. Und natürlich ein Päckchen Backpulver. Kann man auch natürlich gleich direkt da reingeben. Ich mache das immer in Mehl. Und jetzt gebe ich einfach mal Löffel für Löffel Mehl rein. Ich werde gleich den Hacken austauschen, also den Rührer, weil das wird ja ein festerer Teig sein. Christian sagt Döner. Christian sagt Döner. Isabel sagt Döner, ich sage Döner. Du sagst Rafi verloren. Es gibt heute Döner anscheinend. Gestern hat er ja gewonnen, ne? Also der wollte Lasagne, also hat er Lasagne gekriegt. Und was meint ihr, wer hat die Lasagne nicht gegessen? Ich. Dieser blonde, bebrillte Garfield, ne? Der hat die gegessen, aber er hat was auf dem Teller gelassen. Obwohl er die haben wollte. Okay, ich muss mal den Hacken austauschen. Den Rührer. Was machst du denn gerade? Es wird... Weißt du, ich habe mal schon gemacht, so gefüllt Hörnchen mit Nutella drin oder mit Marmelade, so, aber keine Pirachie, das ist ein anderer Teig, sondern so was Ähnliches aber halt, ne? Was meinst du? Was sagst du dazu? Gute Idee? Ich wusste nie, was das ist, jetzt habe ich jetzt gesehen, dass eine Fliegenfalle ist. So, ich habe jetzt den Hacken ausgetauscht. Ich habe den Kniehacken genommen. Jetzt gucken wir, wie viel Mehl wir noch tatsächlich brauchen. Aber auf jeden Fall brauchen wir noch Mehl, das weiß ich. Ich messe schon mal 100 Gramm ab. Und die waren dann auch da rein. Zack. Und dann gucken wir gleich. Es kann sein, dass ich den Rest von Mehl einfach auf der Arbeitsfläche einarbeiten werde. Oder was meint ihr?
Doch, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Mehl. Ne? Also, ich denke mal noch einmal 100 Gramm oder so ungefähr. Ich mache das mit dem Löffel und gucke. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon 600 Gramm drin. Ne? Doch, der Teig ist noch ziemlich. Also 700 Gramm Mehl sind auf jeden Fall dran. Das ist jetzt der Teig und wir sehen uns gleich wieder. Ich drehe mich um und hole die Sachen, die ich dafür brauche, noch. So, und jetzt habe ich mich umgedreht und alles geholt. Ich habe auch hier schon ein Blech vorbereitet. Mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir Mehl auf der Arbeitsfläche und für die Hände und holen den Teig raus. So. Ja, der ist eigentlich okay. Muss jetzt nicht unbedingt noch mehr Mehl hier rein. Auf jeden Fall teile ich den aber jetzt erstmal. Die eine Hälfte packe ich beiseite. Und diese hier rolle ich gleich aus. Einmal kurz. Okay. Gut Mehl drunter geben vor allem, weil das Zeug klebt gerne an der Arbeitsplatte. Und drauf auch. Nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Ja, ich denke mal so 3-4 mm reichen. Und jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten schneide, weil ich ja Hörnchen machen möchte. So. Und dann in Vierecke. Und diese Vierecke dann noch in die Hälfte, so in Dreiecke. Und dann rolle ich das einfach so. Genau, das ist jetzt eine gute Idee. Ich probiere das aber jetzt mal aus. Mal gucken. Als erstes mache ich die Nutella-Hörnchen. Das heißt, Nutella nehmen, drauf schmieren, genau, ja. Und einrollen, so. Und fertig ist Nutella-Hörnchen. Ich mache die extra ein bisschen kleiner. Will jetzt nicht so riesen Dinger daraus machen. Aber man sieht, dass man Nutella nicht mehr so oft isst bei uns. Ne? Also irgendwie ist hier so oben drauf Schicht Öl jetzt. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen Messer dafür. So, genau. Rumschweinern auch noch. Einfach mal Nutella drauf schmieren. Auf den Teig. Und einrollen. Zack. Und hier das Ende ein bisschen dran kleben. So, und auf Blech. Ich mache schon mal den Backofen an. Ich denke bei so 180 nehme ich mal. Reicht. Das heizt mir dann ein bisschen vor jetzt. So, die Hörnchen sind fertig. Ich habe jetzt wie viele? 10, 11 Stück habe ich jetzt gemacht. Hier habe ich verquertes Ei. Und damit bestreiche ich das ein bisschen nur. Leicht. Und dann kommt das jetzt in den Backofen. Und ich mache den Rest mit Marmelade. Ja, was ich euch zeigen wollte.
die Suppe, die ist lila. Guckt euch das an. Die Suppe ist lila durch den Rotkohl. Wir werden morgen eine lila Suppe essen. Wirklich cool. Die darf jetzt noch ein paar Minuten kochen und ich mache weiter hier mit dem restlichen Teig. Und zwar mache ich jetzt mit Marmelade was. Ich habe zwei verschiedene Sorten, deswegen werden das auch, denke ich, zwei verschiedene Formen sein. Einmal den Teig durchkneten und jetzt einfach mal wieder ausrollen. Auch hier gut Mehl drunter und drüber. So, jetzt habe ich das alles ausgerollt und schneide auch hier. Ich mache jetzt einmal nur das weg. Das benutze ich für was anderes, naja, denke ich mal. Und auch hier erstmal in so längliche Dinger. Dann müssen wir überlegen, was wir genau jetzt machen. Das kommt gut. Ich will die ja nicht so groß machen. Okay. Ja, ich will eigentlich solche Kringeln machen. Jetzt muss ich gucken. Das klappt, wie ich das mir vorgestellt habe. Auf jeden Fall brauche ich hier ein paar Anschnitte, aber nicht ganz den Rand, sondern nur ich zeige es euch. So, ne? Und dann, ich mache jetzt mal mit der Marmelade. Da ist nicht mehr viel drin. Marmelade drauf. Hier so, zack, 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 komm. Ich glaube, man könnte es sogar noch dünner ausrollen. Muss ich gleich gucken. Und dann wird das Ganze einfach mal angerollt. So, zack, zack, zack. Ein bisschen zu viel. So, jetzt kommt es zu den Glaskirschen. Und zwar habe ich mir das so überlegt. Ich mache jetzt hier ein Loch. Dann drin durch. Ein Loch oder zwei? Eins, glaube ich, ne? Probier das mal aus. In die Mitte kommt die Glaskirschmarmelade. So. Ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger jetzt. Ja. Und dann so, einfach mal durch das Loch. Ne, doch zwei Löcher. Habe ich mich jetzt falsch. Genau. Hier an jeder Seite ein Loch. Und dann so durchziehen. Und dann hier. Der erste war besser. So, auf jeden Fall soll das aussehen. Ne? Dann klebe ich ein bisschen die Enden zu. Und das ist dann jetzt mit Glaskirsch. Ich probiere das jetzt nochmal. So. Hier ein Loch. Hier ein Loch. In der Mitte Marmelade. Und dann entnehmen, einmal durch. Hier auch. Zack, zack. Und zukleben. So. Und das mache ich jetzt mit dem letzten hier auch. Das ist ja nicht mehr so viel, was ich hier habe. Dann mache ich auf diesem Teig noch. Einmal ausrollen und ich zeige euch, wie es weitergeht. So, auch die hier bepinsel ich jetzt alle mal mit Ei. Also hier sind Stangen mit Himbeermarmelade und die anderen also sind auch mit Himbeermarmelade. Ich habe nur die Stangen dann an Enden so zu einem Kreis gedreht. So. Und ich glaube, die Hörnchen sind schon fertig. Die brauchen wirklich, da es so kleine Teile sind, nicht lange, so 10 Minuten. Und dann sind die fertig. Oh ja. Guck
guckt euch mal die Dinger an. Ein paar sind ein bisschen aufgegangen, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Die sind richtig gut geworden. Also wandert jetzt das andere Blech rein. Ich habe den restlichen Teig verarbeitet. Da ist jetzt einfach nur mit Glaskirschenmarmelade wie so Pirschki geformt. Ne? Das habe ich schon mehrmals gezeigt. Und ich zeige euch nachher fertiges Gebäck. Ja, das andere ist ja schon im Backofen. Das dauert ein bisschen, deswegen geht es erstmal mit der Suppe weiter. Und zwar probiere ich jetzt mal, wie viel Salz ich reingegeben habe in die lilane Suppe. Schmeckt ganz gut, finde ich. Mehl ist noch überall. Ich muss das mal gleich aufschreiben. Auf jeden Fall brauchen wir aber noch Pfeffer. Ich hole mal die Chili raus. Die hat jetzt lang genug drin gebrutzelt. Zack. So, und jetzt kommt nur noch ein bisschen Schnittlauch rein. Auf jeden Fall kommt noch Dill rein. Jetzt eben aus dem Tütchen hier. Kommt natürlich Bohnenkraut noch ein bisschen rein. Und wo hatte ich jetzt irgendwas? Achso. Lorbeerblatt. Einmal umrühren und gucken. Das ist komisch. Lila Suppe. Das glaube ich gab es noch nie. Und man kann natürlich, den mache ich auf jeden Fall. Gemüsebrühe mit reingeben. Also anstatt jetzt noch mehr Salz, habe ich jetzt noch einen Esslöffel ungefähr Gemüsebrühe reingetan. Ja, und dann ist die Suppe fertig. Also die lila Suppe. Guckt euch die an. Eine lila Suppe. Die gibt es dann morgen zum Mittagessen. Also die schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Auch wenn sie ein bisschen komisch aussieht. Damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet, muss ich sagen, dass das so abfährt. Sehr lecker. Ja, ich mache jetzt den Deckel drauf und lasse die noch 2-3 Minuten kochen und dann ist es fertig. Ja, und wenn das Gebäck fertig ist, zeige ich euch auch. Und ich muss jetzt Haushalt erledigen. Wie es so immer ist, ne? Hier ist immer was zu tun. Und als erstes mache ich jetzt mal den Geschirrspüler ausmachen. So ihr Lieben, das ist jetzt fertig. So sehen die anderen Teile mit Marmelade aus. Ich finde voll schön geworden. Das sind die Hörnchen. Ja, die Suppe habe ich gerade ausgestellt, die lila Suppe, ne? Die ist auch fertig. Also, ich selber bin noch lange nicht fertig hier. Ich habe gerade jetzt den Geschirrspüler angeschmissen und muss noch ein bisschen was tun. Werde gleich auch die Kinder mit einspannen. Und ich habe mich umentschieden. Auch, ja, Raffi wird sich freuen. Ich mache heute doch keinen Döner, weil ich einfach jetzt auch kaputt bin und einfach keine Lust habe auf das Rumgeschnippe. Weil für mich gehört in einen Döner natürlich jede Menge Grünzeug rein. Wie eben Salat und so, ne? Ich denke mal, das machen wir die Tage auf jeden Fall, aber nicht mehr heute. Heute gibt es jetzt doch Brezeln. Mit Sourcreme essen wir das gerne. Ich glaube, Christian isst das gerne mit Butter. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt einfach mal die Brezeln in den Backofen schmeißen. Und das wird unser Abendessen, eben den Fastfood-Freitag, wie jede Woche. Ich wollte eben keine Pizza mehr oder sowas, deswegen, ja. Ich muss hier noch einiges machen, auf jeden Fall durchsaugen und ein bisschen im Bad was machen und die Waschmaschine ist fertig. Ja, aber ich werde euch jetzt nicht damit mitnehmen, nächste Woche vielleicht. Ich denke mal, das Video ist lang genug jetzt mit zwei Sachen, die ich gekocht und gebacken habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ja, meine Kinder werden es wahrscheinlich, denke ich, haben. Die haben morgen die erste Pfadfinderstunde seit Monaten. Die machen ein Geländespiel im Wald, ne, in Lüneburg.
Und die freuen sich schon richtig drauf. Raphael kriegt morgen Besuch, einen weiblichen Besuch. Eine Freundin aus der Schule kommt morgen zu Besuch. Ja, auf jeden Fall, unser Wochenende wird, denke ich, ja viel gut. Ich habe auch noch was vor. Wenn es klappt, werdet ihr das auch sehen, was ich vorhabe am Wochenende. Und ich denke mal, wir sehen uns ganz bald wieder. Abonnieren nicht vergessen, wohlgemerkt.